Und so eine Variable kriegt von uns einen Namen. Und die können wir im Programm prima verwenden, an ganz vielen Stellen. Aber manchmal haben wir ein Zusatzproblem, dass wir zum Beispiel bei den Funktionen, und wir werden noch weitere Probleme in Programmen oder Aufgaben in Programmen, die wir lösen müssen, finden, wo das nicht reicht, dass wir einen festen Namen für so einen Platz haben. Für so einen Platz, in dem wir was ablegen können. Und deshalb brauchen wir noch sozusagen einen beweglicheren, flexibleren Namen für unsere Variablen. Einen, den man auch mal ändern kann, dessen Bedeutung man ändern kann. Und das sind diese Zeiger. Zeiger sind wieder Variablen. Aber anders als die Variablen, die gelbe hier, in die wir eine Zahl oder eine Integerzahl oder ein Float oder ein String oder sowas reinpacken können, sind Zeigervariablen Variablen, in die wir nur einen Verweis auf eine andere Variable, auf Speicherplatz, auf einen anderen Behälter ablegen können. Und das versuche ich auch hier klarzumachen, indem ich hier in dieser Zeigervariable diesen kleinen Punkt hineingemalt habe, mit dem Strich, mit dem Pfeil hier rüber, der auf die Variable Wert zeigt. Und ich habe dann erzählt, wenn Sie so wollen, hier ist eine Variable, die hat irgendeinen Inhalt, Radiergummi in diesem Fall und Pushpins, Variable und der Zeiger da drauf, benutze ich jetzt mal hier einen Laserpointer, der zeigt jetzt also hier drauf. Die Zeigervariable. Wir können übrigens eine Zeigervariable, wenn wir das hier nicht mehr brauchen, den Verweis darauf nicht mehr brauchen, auch auf was anderes, auf diesen Eimer zeigen lassen. Na, damit spiele ich jetzt nicht rum, da ist Wasser drin. Also, Zeigervariablen können mal da hinschauen oder auch mal auf meine Tasche darüber. Um etwas anderes, eine andere Variable zu referenzieren. Referenzieren ist so ein Ausdruck, den werde ich in der Vorlesung gerne benutzen. Den benutzen die Informatiker gern. Naja, die haben es sowieso immer mit englischen Begriffen. To reference, auf was verweisen. Also wir besorgen uns, das ist eine Variable, die referenziert, eine Zeigervariable referenziert eine normale Variable, zeigt auf eine normale Variable. Der Inhalt der normalen Variablen, der kann auch zugegriffen werden, indem wir diesen Zeiger entlang verfolgen, entlanglaufen, dereferenzieren. Und das Dereferenzieren, das macht man in C, in anderen Sprachen anders, mit diesem Sternzeichen. Ja, hier zum Beispiel das PCH, das Pointer to Character. Ich habe mir diesen Namen mal so ausgedacht. Und Stern PCH bedeutet, ich habe hier diese Zeigervariable PCH, ich verfolge die, dereferenziere, jetzt bin ich hier am Ende von dem Pfeil angelangt, jetzt kann ich hier reingucken und den Wert nehmen und dem Printf mitgeben. Andersherum kriegt man mit, wie wir hier oben sehen können, einen Zeiger auf diese gelbe Variable hier, indem wir den Address of Operator, Adresse von Operator benutzen. Also, Address of ist dieses Ampersand, das besorgt uns einen Zeiger auf etwas, den wir dann in der Zeigervariable ablegen können. Und
Content of, ihr folgt dem Zeiger, um uns den Wert zu holen. Ja, Content of, das vielleicht etwas saloppe Formulierung. Pointer to und Content of möchte ich nochmal als Gegensätze ins Gedächtnis rufen. Die kleine Wiederholung vom letzten Mal. Jetzt habe ich Ihnen eine Anwendung von solchen Pointern hier gezeigt, indem wir hier in dieser Funktion raten. Da geben wir einen Pointer hier in dem Wert mit. Und auf diese Weise kriegen wir aus dieser Funktion zwei Resultate heraus. Einmal die Anzahl, wie häufig der geraten hat, und zweitens, was er geraten hat. Ja, wir haben das hier dann verwendet. Da gibt es noch viele andere Anwendungen, und wenn wir dann mal so richtig in ein dickes Programm reingucken, einen Webbrowser oder auch die MyTU-App oder sowas, wenn man da genau hinguckt, stellt man fest, dass die Programmierer häufig solche Pointer benutzt haben. Wir haben bisher für Pointer erst die Anwendung einer Funktion Parameter übergeben und Resultate zurück angeschaut. Das war in dem scanf, das ist hier, oder das war bei dieser Funktion Vertauschen von zwei Variablen. Aber da kommt noch mehr. Und als erstes von diesem noch mehr, da möchte ich Ihnen was über Arrays erzählen. Wir hatten schon diese Spezial-Arrays-String. Das sind auch Strings sind Vektoren von Buchstaben. Eindimensionale. Aber natürlich können wir auch für andere Sachverhalte Vektoren brauchen. In der Schule macht man analytische Geometrie mit Vektoren, in denen die drei Koordinaten von einem Punkt im Raum, die stecken in so einem Vektor drin. X, Y und Z-Koordinate. Und wenn wir an die Computergrafik denken, 3D-Spiele und so weiter, aber auch CAD-Programme, da werden natürlich innen, da sehen Sie ja auf so einer Szene in einem Computerspiel, in so einem 3D-Computerspiel zumindest, viele Objekte, Bäume, Häuser, Dächer und so weiter und so weiter. Und die sind alle aus vielen kleinen Dreiecken in der Regel zusammengesetzt und jeder Punkt von so einem Dreieck wird von einem Vektor beschrieben. Und diese dreidimensionalen Vektoren, die müssen effizient manipuliert werden können. Hier habe ich einen Vektor mit Integers, der hat ein paar mehr Dimensionen. Und natürlich, die Mathematiker benutzen auch manchmal höherdimensionale Vektoren für Modelle, mit denen irgendwelche Dinge simuliert werden, brauchen wir auch eventuell mehr Dimensionen. Also macht man sich in der Programmiersprache wie C, legt man keine Vektoren mit einer limitierten Anzahl Elemente fest und keine Arrays damit, sondern wir sagen, wir können beliebig viele Dimensionen in unseren Vektoren bzw. in unseren Matrizen haben. Das werden wir uns gleich noch ein bisschen weiter anschauen. Zunächst aber die Definition. Wir fangen also an bei so einem, wenn wir einen Array definieren wollen. Das Array ist jetzt die Verallgemeinerung von einem Vektor.
oder einer Matrix oder einer dreidimensionalen Matrix oder einer vierdimensionalen oder einer fünf- oder einer n-dimensionalen Matrix. Wir sagen also, welcher Basistyp das sein soll, woraus so ein Array bestehen soll. Einem Integer, einem Character, einem Float, einem Double. Oder vielleicht auch noch interessantere Datentypen. Und dann, naja, das schreiben wir hier vorne hin, der Typ, der Basistyp der Einzelelemente von so einem Vektor. Und dann kommt der Name, da müssen wir uns wieder was Anständiges ausdenken, das alte quälende Problem. Und danach schreiben wir in eckigen Klammern, wie viele Elemente es in der ersten Dimension geben soll. Eine Dimension braucht so ein Vektor mindestens. Na, so ein Array mindestens, dann ist es ein Vektor. Wenn wir eine Matrix haben wollen, mit Zeilen und Spalten, schreiben wir hier die Anzahl Elemente in der ersten Dimension hin und hier die Anzahl Elemente in der zweiten Dimension. Dazu brauchen wir diese eckigen Klammern. Das hier heißt erst in der ersten Dimension. Und wenn da noch mehr kommen, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste, die Ente, wie man es auch haben will. Die geschweiften Klammern hier bedeuten, dass von diesem zweiten hier eben noch 0 bis viele folgen können. In C ist es so, dass das erste Element in einer Dimension immer beim Index 0 liegt. Es gibt Programmiersprachen, in denen kann man das beeinflussen, da kann man sagen, wir wollen erst beim Index 10 anfangen oder wir wollen beim Index 1 anfangen statt 0 oder wir wollen beim Index 0 anfangen. In C geht es eben einfach immer mit 0 los und gut. Na, für die Informatiker fängt es eben bei 0 an und deshalb hat damals auch Dennis Ritchie und der Ken Thompson sich wahrscheinlich entschieden, dass Arrays bei 0 losgehen. Die Dimension ist also eine Längenangabe. Wenn ich das sage, ich will 100 Elemente haben, dann zählen diese 100 Elemente von 0 bis 99. Der Index vom ersten Element ist 0, der Index vom 100. Element ist 99. Wenn ich also hier Integer-Vektor, ne, der hat gerade 100 Stück, die Indizes gehen von 0 bis 99, das sind die 100 Elemente. Hier habe ich noch eine zweite angegeben, eine Matrix aus Floats, also kurzen Gleitpunktzahlen, nur 32 Bit, und ich habe zwei Dimensionen da angegeben, Zeilen und Spalten, und die dieses, wenn ich hier schreibe Zeilen und Spalten, dann brauchen die natürlich irgendeinen Wert zum Zeitpunkt der Vereinbarung. Wenn das hier dasteht, muss in Zeilen und in Spalten was Vernünftiges drinstehen. Hier habe ich eine zweidimensionale Matrix vereinbart, deklariert. Der Compiler hat jetzt die Aufgabe, sich da auszurechnen, wie viel Platz er dafür braucht. Und dann guckt er eben rein, sagen wir mal, Zeilen steht auf 10, Spalten steht auf 10, dann weiß er, ich muss 100 Elemente anlegen. Wenn ich da zweimal 1000 reinschreibe, oder einmal 200 und einmal 1000, dann muss er entsprechend Platz für 200.000 oder 1 Million solche Elemente anlegen. Und wenn Sie da munter zu viel reinschreiben, die Zahlen ein bisschen groß werden, dann kann es auch sein, dass Sie nicht genug Speicherplatz bekommen, weil Ihnen der Speicher, naja, das RAM ausgeht. Also hier bei der Deklaration sagen wir, wie viele Dimensionen so ein Array haben soll. Eine Dimension, zwei Dimensionen, drei oder noch mehr. Und wie viele Elemente in jeder Dimension vorhanden sein sollen. Wir müssen es natürlich auch initialisieren, wenn ich ein Array habe, einen kleinen Vektor habe,
der drei der eine Dimension hat, in der es drei Elemente gibt, für eine Farbe zum Beispiel, dann könnte ich das initialisieren, indem ich da diese geschweiften. Ja? Hier wird vereinbart, wir wollen ein Array von Integers und den Namen, den wir dem Ding geben, das ist rot. Und die Werte, die da reinkommen bei der Initialisierung, sind 255 im ersten Element, 0 im zweiten und 0 im dritten Element. Jetzt haben wir es hier so vereinbart und vorbesetzt. Ich habe hier einen Character Array, 32 Buchstaben, wir nennen das Name. Und da kommt die Zeichenkette Hallo herein. Wir haben 32 Bytes alloziert. Ja, die sind auch da, da steht auch irgendwas drin. Aber so wie es hier gemacht ist, sind die ersten fünf Buchstaben ja, mit H, A, L, L, O besetzt. Also beim Index 0 steht das große H, beim Index 1 das A, beim Index 2 das L, beim Index 3 noch ein L, beim Index 4 ein kleines O und beim Index 5 steht dann der Null Character, um zu sagen, dass der String jetzt zu Ende ist. Das, was dynamisch drinsteht, zu Ende ist, aber es wäre noch Platz für mehr. Ich kann auch Strings passend vereinbaren. Ich brauche nicht mal hier zu zählen. Ich sage einfach, ich will einen Character haben, Character Array haben, einen Vektor. Ich nenne das Name 2, die Dimension lieber, also die Elemente in der ersten Dimension, lieber Compiler, die rechne doch bitte einfach mal selber aus. Indem du die Initialisierung, den Wert zur Initialisierung anschaust. Dieser String, der ist nicht für viele Dinge verwendbar, ist nur für wenig verwendbar, weil er eben so kurz ist. Nur 6 Byte Platz hat und davon sind auch nur 5 Byte benutzbar, denn spätestens das sechste Element mit dem Index 5 muss ein Null Character sein. So ein Vektor, den benutzen wir in der Regel elementweise. Also, wir besorgen uns das Element eines Vektors, dessen Index hier drin steht. Hier ist die Vereinbarung, hier ist die Initialisierung, hier ist, wie wir so ein Element von einem Vektor bekommen. Wir können ja auch hier in die eckigen Klammern eine 3 reinschreiben oder eine 7 oder eine 17. Wir können aber auch Variablen benutzen zum Indizieren. Und Variablen zum Indizieren ist natürlich das, was wir ganz viel benutzen müssen, in Schleifen oder sowas. Wenn Sie zu jedem Vektorelement Konstante dazuzählen wollen, eine 3 oder eine 5 oder sowas, dann schreiben wir uns eine kleine Schleife. Die Schleifenvariable ist das Index, zählen wir in jedem Durchgang eins hoch und in unserem Programm wird als Index hier zum Indizieren im Vektor dann das genommen, was da gerade aktuell drin steht in der Variablen Index. Ich hätte hier auch N oder I oder J oder IND oder IDX oder sonst was nennen können. Wir brauchen einfach eine sinnvolle Integer-Variable. Oder hier, wenn wir eine zweidimensionale Matrix haben, dann verwende ich hier irgendwelche Variablen, die ich Zeilenindex und Spaltenindex genannt habe, aus didaktischen Gründen jetzt Zeilenindex und Spaltenindex genannt habe, um uns ein Element zu besorgen, zum Beispiel das Element 3, 4, wenn in Zeilenindex 3 drin steht und in Spaltenindex 4 drin steht. Falls Ihnen zwischendurch irgendwelche Fragen einfallen, dann sagen Sie es bitte, beziehungsweise Sie können ja auch mal hier, wenn Sie wollen, in der MyTU zumindest sagen, dass Sie was nicht verstanden haben, mitteilen, dass Sie was nicht verstanden haben. Oder dass ich schneller machen soll, vielleicht.
reicht es Ihnen ja schon. Jetzt kommt der Teil, wo es ein wenig diffizil wird bei den Arrays. Und das ist die, so wie es C gemacht ist, wie sich die Schöpfer von C ausgedacht haben, diese Dualität von Arrays und Pointern. Das vereinfacht schon die Mechanismen innen drin, im Compiler wahrscheinlich. Da kann man sich auch ein bisschen drüber streiten. Am Anfang wurde es einfach so gemacht und jetzt ist es im C immer noch. Der Identifier von einem Array, also das, was ich hier rot oder Name 2 genannt habe, das ist gleichzeitig auch noch ein Zeiger. Ein Zeiger aufs allererste Element, das Element mit dem Index 0. Also Vektor 0, das ist so, wie besorgen wir uns in einem Programm ganz normal. Das erste Element. Stattdessen könnten wir auch nur das Vektor nehmen und einmal dereferenzieren mit dem Sternchen da vorne dran. Das wird es auch tun. Oder Vektor 0 nehmen, den AddressOf-Operator drauf loslassen. Das entspricht dem hier, wenn wir den ganzen Vektor meinen. Sie sehen also, dass der Variablennamen von einem Vektor, von einem Array, das entspricht dem ersten Element. Wir können aber auch solche lustigen Sachen schreiben hier, Vektor plus eine Expression. Wenn die Expression, wenn dann hinterher, na, kommt eine Zahl raus natürlich, muss ein Integer rauskommen, 17 ist, dann entspricht das hier der Adresse vom Vektor an der Stelle 17. Oder wenn ich schreibe Vektor plus Expression und das dereferenziere, dann habe ich das hier. Also Vektor an der Stelle 42, wenn Expression 42 wird. Interessanterweise übrigens ist das kein Plus, wenn da 17 steht und der Vektor, naja, das Array bei 10.000 losgeht im Speicher, kommt hier übrigens nicht 10.017 raus, sondern diese Expression, die wird noch innen drin, ohne dass Sie es wissen. Nein, doch, Sie wissen es ja jetzt, aber ohne dass Sie es jedes Mal sehen. Nicht um 17 erhöht, sondern natürlich um 17 mal die Größe vom Basistyp. Also wenn das ein Float ist, wenn das ein Vector of Floats ist, dann wird es um 17 mal 4 erhöht. Und wenn es ein Character ist, dann wird es einfach nur um 17 erhöht. Aber sagen wir mal, das sind jetzt Details, von denen ich gar nicht so dringend möchte, dass Sie das immer verwenden, aber es ist wieder so eine Sache, die muss man wissen. Manchmal steht es in Programmen so komisch drin. Also da steht dann eben Vektor plus Index. Und da muss man wissen, dass das dann genauso wie hier, ne, Vektor plus Index, dass das hier ist. Die Adresse von dem Vektorelement an der Stelle Index. Und man kann auch solche Späßchen machen. Wieder nicht zur Verwendung in Ihrem Programm, aber wenn Sie es mal sehen, dass jemand einen Array so benutzt, indem er da hinten dran gleich eine Expression schreibt, dazu addiert, dann wissen Sie, dass das hier eben dem hier entspricht. Hier bekommen wir eine Adresse raus. Und zwar die Adresse von dem Vektorelement an der Stelle Index. Ich habe jetzt hier nochmal für ein zweidimensionales Array das aufgeschrieben. Matrix an der Stelle IJ,
das entspricht Matrix an der Stelle i plus j, dereferenziert, beziehungsweise Matrix plus i plus j, dereferenziert, plus j, dereferenziert. Also, das ist im Prinzip dasselbe. Aber wir wollen aktiv in unseren Programmen, wenn es irgendwie geht, das hier schreiben. Manchmal kann es eigentlich schon, ganz selten kann es dafür eine Anwendung geben. Vielleicht. Mir persönlich ist noch keiner über den Weg gelaufen, aber na gut, ich schreibe es immer so. Da steht nämlich dann schön da, was ich haben möchte. Aber es gibt ja andere Leute, die finden sich wahnsinnig schlau, wenn sie sowas hier machen. Und das müssen wir dann auch verstehen. Schlau genug sein. Hier unten habe ich nochmal das hingeschrieben, dass wir, wenn wir diese Addition hier machen, die Länge vom Grundtyp, oder das nicht wir, sondern dass die automatisch berücksichtigt wird. Die Länge vom Grundtyp automatisch damit eingeht. Also, wenn ich das noch mal kurz in einem Beispiel aufschreibe, hier ist ein Stück Kreide, wenn ich da sowas hier stehen habe und das Vektor, da steht jetzt, sagen wir mal, 17.020 drin. Das ist die Speicheradresse, da wo das Array losgeht. Und bei Index steht 5. Und der Vektor, das ist die Vektor, das ist hier die Adresse, wo der Vektor losgeht. Ich schreibe es mal ein bisschen anders, damit es klarer wird. Ganz viele Elemente und das hier sind 17.020, da geht's los. Und das hier sind Floats. Also 4 Byte. Das hier, was ich hier hingeschrieben habe, resultiert darin, dass das Ganze, wenn das hier ausgerechnet wird, Vektor plus Index, plus Index, dass da nicht hinterher 17.025 steht, sondern wir nehmen 17.020, beziehungsweise der Compiler nimmt die Adresse vom Vektor 17.020 plus Index mal size of float, Länge des Basistyps wird beachtet. Und das entspricht dann 17020 plus 5 mal 4, weil ich ja gesagt habe, es sind Floats. Das wird also evaluiert, ausgerechnet zu 17040. So, und jetzt rächt sich, dass ich das so blöd gezeichnet habe und nicht alle gezeichnet habe hier. Das, was wir hier ausrechnen, zeigt also dann hier auf das 5. Element im Speicher von dem Vektor. Jetzt gucke ich mal in die Runde, ob sich eine Frage ergeben hat. Eigentlich könnte ich jetzt fragen, wer ist so verblüfft von dieser Geschichte, dass ihm nicht bei mir eine Frage einfällt? Okay, es gibt jemanden. Dankeschön für die ehrliche Antwort. Dann für die anderen, das ist jetzt natürlich fürchterlich, die, oder für diejenigen, nicht die anderen, sondern für die,
die es jetzt schon voll geblickt haben. Es ist natürlich jetzt fürchterlich, dass ich es nochmal erzähle. Aber ich mache das trotzdem. Und vielleicht, ja, benutzen wir jetzt mal ein bisschen mehr Platz auf der Tafel. Ach, ich klappe die auf, dann brauche ich nicht zu wischen. Na, da. Vielleicht klappe ich sie doch nicht so weit auf. So. Ich gehe nochmal. Ja, da ist gut. Ich vereinbare in meinem Programm ein Array of Float. Das Array of Float, das nenne ich Vektor. Ich schreibe es erstmal so auf. Float. Float. Vektor. Das ist der Name, den ich mir ausgedacht habe. Ich könnte vielleicht, naja, lassen wir es mal. Ich sage jetzt Vektor mit K auch noch absichtlich. Und ich will nicht allzu viel, damit ich es auch anständig zeichnen kann. 6 Elemente haben. Zeichnen wir mal. Sechs Stück brauche ich. Und weil es Floats sind, der Basistyp, size of float, ist ja 4. Weil es also Floats sind, gibt es hier jeweils 4 Byte da drin. So. Das ganze Ding ist 24 Byte lang im Speicher. Von ihren 4 Gigabyte, die sie sich da mitgekauft haben mit ihrem Laptop, sind also jetzt für dieses Array Float, für dieses Array Vector, für dieses Array of Floats, da stecken 6 Stück drin, 24 Byte benutzt. Können wir uns ja leisten. 4 Gigabyte. Jetzt schreiben wir mal Werte rein. Und weil es einfach sein soll, hier steht 1,1 drin und hier steht 1,2 drin und hier steht 1,3, 1,4, 1,5 und 1,6 drin. Irgendwelche Werte brauchen wir eben. Wir könnten natürlich hier auch 3,3 reinschreiben, weil es uns gerade mal so einfällt. Oder weil es ein Messwert ist, den wir irgendwo gemessen haben. Also es steht jetzt da drin in diesem Vektor. Und wenn wir das dritte Element haben wollen, dann schreiben wir Vektor an der Stelle 3. Und um klar zu machen, welches wir erwischt haben, schreibe ich jetzt hinten noch dran 3,3. Also das hier trifft das da. Nein, falsch. Falsch, Fehler. Schwamm. 1,4. Das ist nämlich das Element an der Stelle 0. Das ist das Element 1, 2, 3, 4 und 5. So ist es eben. Die Zählung geht beim Array bei 0 los. Das steht da. Vektor an der Stelle 3, 0, 1, 2, 3 ist also 1,4. Gut.
Und so können wir das auch benutzen. Wir könnten zum Beispiel die Summe aller Vektorelemente berechnen, indem wir da irgendwie, ja, jetzt mal eine Vorschleife, for i ist gleich 0. Nein, wir brauchen noch eine Variable Summe. Float Summe ist gleich 0,0. Naja, eigentlich so. So. Mit einem Punkt geschrieben. Naja. Und jetzt schreiben wir unsere Vorschleife. For i ist gleich 0, soll bei 0 losgehen. I kleiner als 6. I plus plus. Dann möchte ich was machen. Summe ist gleich Summe. Na, Summe plus Vektor an der Stelle i. Das wäre jetzt eine kleine Schleife, die diesen die Elemente dieses Vektors aufsummiert. Die normale Benutzung von so einem Vektor. Soweit so gut. Nochmal ein Blick in die Runde. Wer Fragen hat, naja, das ist nicht schön geschrieben hier. Machen wir mal hier noch einen Sechser draus. So, jetzt wird es schöner. Für 0, für 1, für 2, für 3, für 4, für 5. 6 Elemente werden abgearbeitet. Und wenn ich es didaktisch schön aufschreiben möchte, könnte ich auch sowas schreiben. Für i gleich 1 bis das i, solange das i kleiner als 7 ist. Und da muss ich hier was korrigieren zum Aufsummieren. Jetzt wird vielleicht klarer, dass wir das für 6 Elemente machen. Und ich kann es nochmal ändern. Kleiner ist gleich 6. Kleiner gleich 6. Fertig. Das ist alles dasselbe, was ich hier stehen hatte. Und hier, um klarzumachen, dass ich, wenn ich das erste Element haben will, dann muss ich eben den Index 0 benutzen, habe ich das nochmal so aufgeschrieben. Das war, wenn Sie so wollen, diese Folie hier. Und auf der nächsten Folie steht jetzt drauf, dass ja, sowas hier, das da, was ich hier hingeschrieben habe, das entspricht, wenn Sie jetzt hier hinschauen, dem hier Sternvektor plus 3. Das ist auch 1,4. Ich nehme den Zeiger auf den Vektor. Und auf den Zeiger wird ein 3 drauf addiert, weil dieses Array-Vektor aber aus Floats besteht, schließt der Compiler messerscharf, dass er diese 3 hier noch mit der Größe des Basistyps
Grundtyps multiplizieren muss, bevor es dazu addiert. Also Vektor ist auch ein Zeiger hierhin. Tatsächlich ist das sogar einfach ein Zeiger dahin. Und diese Schreibweise mit den eckigen Klammern, das ist ja, eine Bequemlichkeitsfunktion, die uns das C zur Verfügung stellt. Damit wir es gemütlicher hinschreiben können. Innen drin macht er immer das, was ich hier geschrieben habe. Also, Vektor plus 3, dann nimmt er diese, sagen wir mal, diese Adresse hier im Speicher ist jetzt, mal einen anderen Wert nehmen, um des Beispiels willen, 20.100. Dann liegt also das hier bei 20.000, das Element bei 20.100, 20.104, 20.108, 20.112, 20.116, 20.120. Und das, was dahinter kommt, wir wissen nicht, was es ist, das liegt dann bei 20.124. Diese Rechnung bedeutet also in Wirklichkeit 20.100. Ja, da steht hier, das ist der Zeiger, der da drin steht in dieser variablen Vektor. Plus 3 mal 4. Ja, da kommt dann eben raus 20.112. Besser? Und das ist jetzt wieder ein Pointer, und dieser Pointer, der bringt uns hierhin. Damit erwischen wir das da. Und wieder entschuldigend sage ich, so ist es im C, so müssen wir es eben wissen und verstehen. Ich möchte immer das hier benutzen und ich möchte Sie auch bitten, Sie in Ihrem Programm auch das zu benutzen. Es gibt Leute, die auch sowas benutzen. Das Leben ist nicht immer einfach. Das hier ist einfach, glaube ich. Und so haben wir es ja auch bisher schon in den Mathevorlesungen benutzt oder in der Schule benutzt. Praktisch oder nützlich wird es natürlich diese Dualität Array und Pointer, wenn wir Arrays als Parameter für Prozeduren benutzen wollen. Wir könnten natürlich in unsere Prozedur hier oben hinschreiben, der Parameter, das ist ein String, der 32 Byte lang ist. Aber manchmal wollen wir ja Funktionen schreiben, die mit unterschiedlich langen Vektoren, mit unterschiedlich großen Matrizen umgehen wollen. Umgehen können. Und deshalb sagen wir hier zum Beispiel bei der Definition der Funktion Feldlesen, die soll ein Void zurückgeben, mal gar nichts jetzt, wollen wir uns nicht drum kümmern. Sie heißt Feldlesen, um eben einen String hier zu lesen. Und wir vereinbaren hier einen Array
von Characters, einen Vektor. Und wir sagen nicht, wie lang das Ding hier ist. Hier auf, als Parameter bei der Funktion brauchen wir gar nicht zu sagen, wie lang das Teil ist. Was wir aber natürlich als Funktion brauchen, ist, wir müssen von dem, der uns aufruft, mitkriegen, wie lang das Ding ist. Das Feld, was wir da bearbeiten wollen. Jetzt schreiben wir mal hier unsere Funktion auf, dann sehen Sie auch, was ich möchte. Wir müssen einen Index vereinbaren, das übliche Integer-Index, und wir lassen laufen. Index von 0, solange Index kleiner als Feldlänge ist, denn wenn das Feld 100 Elemente hat, dann müssen wir von 0 bis 99 laufen. Da habe ich ja eben hier schon rumgeturnt und vorher auf der Folie und. Also, von 0 bis 99 laufen. Und in jedem Schritt zählen wir das Index 1 hoch. Hier schreiben wir dann, drucken wir aus am User Interface. Wir könnten hier noch ein Bitte hinzufügen. Bitte Element Index eingeben. Also erst kommt Element 0, dann kommt Element 1, dann kommt Element 2 und schließlich Element 99. Und dann lesen wir hier ein den Buchstaben in das Feld hier an der Stelle Index. Und natürlich müssen wir hier wieder Address of mitgeben, weil das Scanf eben so ist. Und jetzt sehen Sie schon, hier an dieser Stelle kriegen wir einen Zeiger auf das Array mit. Ich vereinbare hier unten also einen Array mit 100 Elementen. Und jetzt rufe ich Feld lesen und schreibe hier ganz kalt lächelnd das ein Vektor hinein. Und weil das ein Pointer ist, das ein Vektor, kann ich das hier einfach so übergeben, ohne Address of Operator und sonst was. Ich muss allerdings sagen, wie viele Elemente ich denn haben will, denn das weiß ja die Funktion nicht, mit wie viel ich das hier vereinbart habe. Ja, und dann wird es hier ausgegeben. Und das Drucken, das müsste ich jetzt noch irgendwo hier hin programmieren, nicht so schwierig. Also dieses Programm hier, wenn ich das Drucken noch formulieren würde, na, Sie können sich schon vorstellen, wie das aussehen wird. Klassischerweise ist das jetzt der Moment, wo der Professor sagt, das überlasse ich Ihnen als Übung für heute Nachmittag, für zu Hause oder für heute Abend. Als einfache Übungsaufgabe, dieses Drucken noch zu formulieren. Ich habe das als Student immer als eine blöde Bemerkung empfunden, aber jetzt sage ich es auch mal. Diese Funktion hier, die ist jetzt also schon etwas abstrahiert. Die funktioniert nicht nur für Felder mit 100 Elementen, sondern auch für Felder mit 32 oder 1024 Elementen oder sogar für eine Million. Naja, der Benutzer, der hier davor sitzt und eine Million Buchstaben einzeln eingeben muss, der hat vielleicht nicht den schönsten Tag erwischt, aber das ist ja auch nur ein Beispiel. Hier gebe ich mit den Zeiger auf das Feld. Und ich benutze das hier wie ganz normal, wie ein Feld, wie ein Array. Ja, den Ausdruck Feld benutze ich wie Array in der Vorlesung. Hier gibt es mal ein anständiges deutsches Wort für diesen englischen Begriff Array. Hier gebe ich also das Array mit und das ist ein Zeiger, und weil diese Dualität Array-Zeiger existiert, Array-Pointer existiert, dann kann ich das hier einfach so reinschreiben und hier gleich nochmal einfach so reinschreiben. Ich muss eigentlich die konkrete Länge mitgeben, weil das ja hier eine allgemeine Funktion ist, die ich hier programmiert habe. Und keine spezielle, die nur für Felder mit der Länge
100 funktioniert. Und selbstverständlich könnten Sie das hier auch für Floats oder Doubles oder sowas programmieren. Einfach zu modifizieren. Strings sind Vektoren, die uns häufig begegnen in unserem Programm. Wir haben sie auch schon fleißig benutzt. Wir haben sie zum Beispiel auch hier schon benutzt. Da, das ist auch ein String. Und an dieser Stelle, dieses Literal, ist eigentlich ein konstantes Array of Characters. Also Strings, hier vereinbare ich mal wieder einen, der hat den super tollen Namen Name. Und er ist 32 Elemente lang. Wird adressiert wie ein Array. Ich meine, das hier ist ein Array und fertig. Das Einzige, was so ein String von irgendeinem anderen Array unterscheidet ist, ist, dass es eine Menge fertige Funktionen dafür schon gibt, die Sie aus diesem Modul String.h importieren können. Aber sonst sind es einfach Strings. Und es gibt noch diese kleine Konvention, dass wir, das steht aber nicht irgendwie im C als Standard richtig drin, sondern das ist eine Konvention, die alle benutzen, dass ein String aus den Zeichen besteht, die drin sein sollen. Also für meinen Vornamen stünden da 6 Zeichen drin, Konrad, plus ein 7. Zeichen, dieses Endezeichen, der Null Character. Und wir werden dann noch bei Beispielen vorbeikommen, wo Sie sehen, dass den Null Character dringend braucht. Aber benutzen wir hier mal diesen String Konrad. Und wenn ich den dereferenziere, erwische ich das erste Element, diesen String an der Stelle 0, das ist das große K. Konrad plus 2, versuchen wir das mal. Was passiert? Erst wird mal der String genommen. Die Adresse, wenn wir der Adresse von diesem String folgen, kommen wir aufs große K, wenn wir zum großen K 2 dazu addieren, im Alphabet K, L, M, erwischen wir das M. Das ist nicht das, was wir uns dachten, oder? Naja, ich wollte es mir nicht denken. Was wir in Wirklichkeit wollen, wahrscheinlich ist das hier. Konrad nehmen, 2 drauf addieren, das bringt uns zu diesem Buchstaben hier. Das ist der Buchstabe an der Stelle 0, das ist der Buchstabe an der Stelle 1, das ist der Buchstabe an der Stelle 2. Das bringt uns zum Buchstaben an der Stelle 2, ist immer noch ein Zeiger, dereferenzieren, dann haben wir den Buchstaben N. Und das ist das, was ich hier auch schon mal vorgeturnt habe, gerade eben. Konrad an der Stelle 6, also dieser konstante String hier, an der Stelle 0 hat das K, an der Stelle 1 das O, an der Stelle 5 das D und an der Stelle 6 ist der Null Character. Um klarzumachen, hier ist der String zu Ende. Wenn ich also in meinem Programm gemütlich so einen String hier hinschreibe, dann sind das tatsächlich 7 Zeichen lang, weil der Null Character auch dazugehört. Und wenn ich hier Konrad hinschreibe, kommt da tatsächlich eine Adresse raus. Ich könnte also das in eine Druckfunktion einfach so eingeben. Und das machen wir hier auch. Da steht es eigentlich auch so da. Wenn ich in meinem Programm was in Hochkommas schreibe, so ein String, dann mache ich eine Stringkonstante. Und in der können wir auch
indizieren, adressieren. Wenn ich aber jetzt das hier den Namen an der Stelle 0 einzeln zuweisen will, so mit einem A und einem L und einem F, Name an der Stelle 0 ist A, Name an der Stelle 1 ist L, Name an der Stelle 2 ist F, Name an der Stelle 3 ist /0, das brauche ich ganz wichtig, um klarzumachen, hier ist das String zu Ende. Und wenn ich das dann ausdrucke, dann steht da Alf. Im String.h, das habe ich eben schon gesagt, das werden wir uns auch noch mal ein bisschen genauer angucken. In einem späteren Kapitel der Vorlesung, so vielleicht in nächste Woche oder übernächste Woche oder so. Da gibt es dann im String.h viele schöne Funktionen, um mit Strings zu arbeiten. Zum Beispiel, um einen String in anderen reinzukopieren, um die Länge, die aktuelle Länge von so einem String rauszukriegen. Also wie viele Buchstaben stehen da drin? String Lengths von Konrad oder sowas. String Cat, da können wir Strings verknüpfen, verbinden. Konkatenieren heißt eigentlich der Ausdruck. Oder Strings vergleichen. Machen wir mal hier so ein String Copy, den Original String Copy, der ist aus Gründen, die ich hier nicht weiter auswalzen möchte, etwas gefährlich, aber diese Funktion hier, strn copy, strn cpy, die ist sicher. Wir vereinbaren hier wieder einen String, den nennen wir Name, Name von der Person oder sowas. Und wenn wir das hier ausdrucken, käme irgendwas raus. Natürlich steht hier noch Unsinn drin. Jetzt nehme ich das Name und kopiere den Jeremias Jammermeier da rein. Diesen konstanten String kopiere ich ins Name hinein. Und hier mache ich sicher, stelle ich sicher, dass ich nicht mehr Zeichen da hinein kopiere, als der String aufnehmen kann. Ich habe hier oben den String mit 32 Zeichen vereinbart. Ich will, dass der Backslash 0, der Null Character, das Ende, die Beendebegrenzung auch immer brav drinstehen kann. Also kann ich hier maximal 31 Zeichen hineinkopieren in meinen String Name. Und jetzt nimmt er den Jeremias Jammermeier und kopiert ihn da hinein. Und wenn ich jetzt hier noch printf hinschreibe, Name +8, und habe das hier oben vorher gemacht, jetzt ergibt es auch Sinn, das hier, die Zeile, die streichen Sie bitte, dann habe ich hier am Ende Alf Jammermeier dastehen. Und diese Folie, die werde ich nochmal überarbeiten beim Probelesen von einem Mitarbeiter, der hat das durchgelesen, hat gemeint, hier müsst ihr einen String vereinbaren, aber es ist natürlich anders gemeint. Hier oben vereinbare ich den String, hier schreibe ich das Alf hinein und den \n machen Sie bitte auch weg, sonst funktioniert es nicht anständig. Und das printf hier, obwohl das so funktioniert, wenn ich den Namen hier so drinstehen habe und hier sage printf Name, dann wird das hier ausgedruckt, der Alf, und jetzt steht es hier ohne \n, also ohne Zeilenwechsel, dann hat er das bisher diese drei Buchstaben gedruckt. Und jetzt kopiere ich den Jeremias Jammermeier hinten an den Namen dran und dann drucke ich
Name ab Stelle 8, das ist Stelle 0, das ist Stelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ab 8 steht also dieses Blank und der Jammermeier und Name plus 8 führt dazu, dass ich den String ab dem 8. Element ausdrucke. Also Blank, Jammermeier und dann steht das hier so da. So was gemacht und das hier, das nehmen Sie einfach wieder weg, bitte. Dann klappt es nämlich mit dem, dem hier und dem da dann. Ich werde es auch nachher nochmal korrigieren. Es gibt auch bald eine neue Version von meinem iBook. Ich muss bloß noch an Apple schicken, aber diese Korrektur packe ich da auch noch rein. Das wird vielleicht im Laufe der Vorlesung noch zwei, drei Mal passieren, bis das Semester zu Ende ist. Und dann ist das iBook hoffentlich halbwegs fehlerfrei. Es gibt immer noch Fehler drin, da bin ich ganz sicher. So. Diese Funktionen hier, von denen ich hier eine benutzt habe, erlauben es mir, mit solchen Arrays of Characters vernünftig umzugehen, ja? Nee, was ich hier gemacht habe, ist, hier an dieser Stelle, da kopiere ich diesen String Jeremias Jammermeier in das Name hinein, in das Name. Und das, was vorher drin steht, ist weg. Also der Alf, der ist dann weg. Hier stecke ich den Alf hinein und hier stecke ich mit dem String Copy den Jeremias Jammermeier ins Name rein und das alles, was vorher drin war, weg. Hier sorge ich dafür, dass der String hier drin steht und ich mache mit diesem Parameter, stelle ich sicher, dass es da keinen Überlauf gibt, wenn ich hier zu viel schreibe. Bei Jeremias Jammermeier, der ist kürzer als 32, da würde mir nichts Böses passieren. Aber wenn es mehr wären als 32, könnte natürlich da was Böses passieren. Wenn es mehr wären als 31, deshalb hier diese Begrenzung. Und mit diesem Name plus 8, da mache ich nichts, als dass ich mir einen Zeiger produziere, der auf das 8. Element zeigt von diesem String. Der Stringname ist nach wie vor der alte, derselbe. Der hat sich nicht geändert. Durch das hier. Der Stringname ändert sich durch das hier, aber hier durch das, da ändert sich nichts an dem Ding. Stringmanipulation ist beim Programmieren fast immer wichtig. Deshalb, naja, wir wollen User Interfaces erzeugen. Wir wollen eventuell auch, fast immer auch mit Strings umgehen, um die Dinge schön zu benennen, um uns Namen von Messwerten manipulieren zu können, um uns zu einer GPS-Position irgendeinen Ortsnamen zu besorgen und mit dem den Ortsnamen auszudrucken und so weiter und so weiter. Also Strings, die gehören zum täglichen Handwerkszeug. Und da macht sich dann auch bemerkbar, dass man mit solchen Dingen hier, mit dieser Dualität, Vektor und Array, doch konfrontiert wird. Anders als wenn man, sagen wir mal, irgendwelche Numerik macht. Wenn man die Numerik macht, dann wird es wohl meistens reichen, wenn man diese Indexschreibweise benutzen kann, so wie hier. Hier habe ich noch ein Beispiel, eine Idee für das Stringlänge.
Ich will, wenn ich einen beliebigen String bekomme, wieder herauskriegen, wie lang das Ding denn ist. Das gibt's in dem String.h als Funktion da drin. In dem String.h sind Verarbeitungsfunktionen für Strings, die einigermaßen effizient sind, wahrscheinlich effizienter, als wenn wir sie selber programmieren, weil viele Leute sich das überlegt haben und über die Jahre immer noch verbessert haben, oder auch sicherer sind, als wir es selber machen würden, wenn wir das mal so hopp-hopp programmieren. Ich möchte Ihnen aber eine Idee geben, wie so eine Funktion aussehen kann, was da wohl gemacht wird beim Umgang mit den Strings. Also wir vereinbaren die Funktion Stringlänge und die soll Integer zurückgeben. Wenn der String 5 Elemente hat, Konrad hat 6 Buchstaben, dann möchte ich bitte die Zahl 6 zurückhaben. Beim Alf, der hat 3 Buchstaben, möchte ich die Zahl 3 zurückhaben. Wir geben also hier einen Vektor von Zeichen, wir erwarten hier einen Vektor von Zeichen als Parameter, einen String eben. Wobei wir im Hinterkopf für Strings diese Konvention haben, dass hinter dem letzten Buchstaben im String immer noch dieser Null Character steht. Also wir vereinbaren hier eine Integer-Variable Length und die besetzen wir mal mit 0 vor. Immer eine gute Idee, beim Variablen vereinbaren gleich zu initialisieren. Und jetzt brauchen wir eine kleine Schleife. Solange das, worauf das String zeigt, ungleich diesem Null Character ist, solange wollen wir das längs 1 raufzählen. Da steht ja dann unser Resultat drin. Und den String, diesen Zeiger hier, auf den String auch 1 hochzählen. Wenn wir also das nächste Mal hier vorbeikommen, guckt er aufs erste Element. Dann guckt er aufs zweite, wenn er das erste Mal vorbeikommt, guckt das hier auf den Index 0, aufs erste Element. Wenn wir das zweite Mal vorbeikommen, guckt er auf den Index 1, hier, das zweite Element und so weiter. Der läuft dann da entlang und guckt jeden Buchstaben an, ob es ein Null Character ist. Wenn es denn Null Character ist, dann macht er hier Feierabend, denn er testet ja hier auf ungleich und gibt den Zähler, den wir da haben, längs zurück. Wenn wir also wenn wir also 3 Buchstaben da drin haben, Fragezeichen heißt, wir wissen nicht, was da steht. Wenn wir hier reinkommen, haben wir den Zeiger hier hin. Oder ich benutze jetzt mal den hier. Den Zeiger hier hin. Also, the string zeigt dahin. Und längs ist gleich 0. Machen wir es anders. Längs eine Variable, ist ein Zähler und da steht 0 drin. So. Das passiert, wenn wir da reinkommen. Wir testen mal an dieser Stelle beim While, the string ist tatsächlich ungleich dem Backslash 0. Also zählen wir hier die Länge 1 rauf. Steht jetzt hier eine 1 drin. Und wenn wir hier String plus plus sagen, the String plus plus, zeigt der hierhin.
Dann machen wir hier weiter. Das ist ein L, das ist ungleich, ja, ungleich dem Null Character. Also, das da unten ausführen, diese Zeile. Längs eins raufzählen, Zeiger verschieben. Jetzt geht es hier weiter, das ist ein F, ist ungleich Backslash 0. Also, eins raufzählen, Zeiger verschieben. Jetzt kommt hier raus, das hier, das String, guckt ihr jetzt dahin, da steht eine 0, hier steht auch eine 0, wir machen Feierabend, die Wahlschleife ist zu Ende und wir geben die Länge zurück, die ist 3, da steht ja jetzt hier drin, 3, und wir haben das richtige Resultat und freuen uns. Sind Sie auch einverstanden? Ja? Ja. Also, nennen. Okay. Okay, ich erkläre es noch. Wenn ich hier. Hier habe ich die Hochkommas drum gemalt. Hochkomma nimmt das, was da drin steht, ja, und es ist eine Vereinbarung, dass da hier dann aus dem da eine 0 rauskommt. Also wenn Sie einen Charakter nehmen und schreiben diesen Null-Charakter da rein, steht da im Speicher wirklich 8 Bit hintereinander 0. Acht Bit hintereinander 0 kriege ich auch, wenn ich einfach eine Nuller dahin schreibe in meinem Programm. Denn eine Nuller ohne die Hochkommas, das ist eine Zahl. Natürlich hat der Nuller als Ziffer auch einen ASCII-Wert. Und das ist hexadezimal 3048. Als Dezimalzahl 48. Ich kann also in einem String auch durchaus eine 0 drinstehen haben, aber das, die würde dann so geschrieben werden. Das hier, ich male jetzt mal hier noch so einen Strich durch, um klar zu machen, dass es eine 0 sein soll. Das hier ist gleich Dezimal 48. Das hier der Null Character ist auch Dezimal 48. Ja, genau. Es ist Dezimal 0, Entschuldigung. Ja, Blödsinn. So. Weg, weg, weg. Als Zahl gesehen, als Bit-Kombination im Speicher ist das da 0 und der dass die Ziffer 0, die wir am Drucker sehen, die wir am Bildschirm sehen, die hat den ASCII-Code 48. Wir könnten uns also auch eine Funktion, wenn wir eine Funktion schreiben wollen würden, die uns die Position des einer echten 0, des Buchstaben 0 in einem String findet, falls es denn drin steht, dann müssen wir natürlich hier was anderes, dann müssen wir hier einen Nuller reinschreiben. Ne? Hochkomma, 0, Hochkomma. Oder ein O oder ein M oder sowas, was wir das M im String finden wollen. Wenn ich hier schreibe, 0 reicht auch, dann meine ich, dass wir das Ganze hier, Hochkomma, Backslash, 0, Hochkomma, ersetzen könnten durch dieses, durch diese eine Zahl. Und Sie werden sehen, das machen die Programmierer manchmal. Und dann sieht das Programm etwas kryptischer aus. Ja, lassen wir es mal dabei. Lassen wir es mal dabei. Ich erzähle jetzt nicht noch mehr Geschichtchen dazu.
Also diese Funktion StringLength, die ich da mal geschrieben habe, STRLEN, die soll dazu dienen, die Länge von einem String, den wir ihm mitgeben, herauszukriegen. Und der String, der kann auch 1000 Zeichen lang sein. Das verträgt die da auch, weil wir hier einfach einen Zeiger mitgeben. Es gibt auch andere Varianten, das hier zu programmieren. Kann man sich auch noch ausdenken. Aber ich habe es jetzt mal um des Beispiels willen so geschrieben. Und ich habe noch ein Beispiel dabei. Den String Compare. Dummerweise kann man nämlich nicht, wenn man zwei Strings hat, jeweils 32 Byte vereinbart für die Dinge, kann man da nicht einfach ist gleich hinschreiben. Ist auch klar, warum. Wenn ich zwei Strings vereinbare, ich muss jetzt doch wieder hierher und vielleicht aus der Kamera laufen. Name 1. Dann machen wir mal Name 1. Und wir nehmen nur 6 Zeichen. Und ja, auch 6 Zeichen. Die kommen dann irgendwo in den Speicher. Und da steht natürlich irgendein Zeug drin. Zum Beispiel, nehmen wir das mal an, das steht als Buchstaben da drin und hier steht, nachdem wir es vereinbart haben, das da drin, Affe 42. Steht halt irgendwie im Speicher von früher mal. Jetzt mache ich da irgendeine Zuweisung, zum Beispiel sowas da, hier, so. Dann steht in den beiden Strings drin, das mache ich für beide. Steht also hier drin Alf und Backslash 0 und hier drin Alf und Backslash 0. Und für uns im Programm, so jetzt mal gefühlt, intuitiv, sind die natürlich gleich die Strings. Einverstanden? Da hinten steht zwar noch irgendwelches Zeug drin, aber das gehört ja eigentlich gar nicht zum String, denn das Backslash 0 schließt es ab. Wenn ich jetzt diese beiden Strings, Name 1 und Name 2, einfach so vergleichen würde, würde der Computer meinen, die beiden da hinten, die sind aber ungleich, also ist diese beiden Speicherstücke jeweils 6 Byte lang, die sind ungleich. Das interessiert uns aber gar nicht. Was uns interessiert ist, ob die Strings, der Inhalt dieser Strings, gleich ist oder nicht, und die sind natürlich in diesem Beispiel gleich. Deshalb brauchen wir eine anständige Funktion, die die beiden Strings vergleicht. Die soll nur den Inhalt der Strings vergleichen und nicht den Speicherplatz der Strings vergleichen. Und deshalb definieren wir hier eine Funktion StringCompare, die gibt einen Integer zurück. 1, wenn die beiden gleich sind und 0, wenn sie ungleich sind. Und da stecken wir hier diese beiden Strings rein als Arrays. Die können sogar ungleich lang sein. Der eine kann maximal 50 und der andere maximal 30 Buchstaben enthalten. Also wir geben hier 2 solche Strings mit. Und jetzt lassen wir mal laufen. Falls, also ganz am Anfang müssen wir noch
müssen wir noch einen billigen Test uns gönnen. Wir schauen mal, ob die ungleich lang sind, die Strings. Falls die Stringlänge hier oben vereinbart von dem A ungleich der Stringlänge von dem B ist, dann wissen wir ja schon, also ein Name, der kürzer ist als ein anderer Name, naja, die sind ja schon mal automatisch ungleich. Nicht automatisch, aber die sind ungleich. Also können wir hier schon aufhören und das ungleich zurückgeben. False. Wenn also der String kürzer ist als der oder der B kürzer ist als der A. Nur wenn die beide gleich lang sind, lohnt sich die Vergleicherei. An dieser Stelle sind wir schon mal wahrscheinlich 90% der Fälle obsolet geworden. Wir brauchen gar nicht zu vergleichen. Peter ist kürzer als Konrad und Peter ist 5 Zeichen lang, Konrad ist 6 Zeichen lang. Wenn der eine String 5 lang ist und der andere 6 lang ist, dann sind sie ungleich und fertig. Und das steht hier in der ersten Zeile. Ungleich lang und fertig. Und jetzt schreiben wir hier eine kleine Schleife. Und das zeigt hier auf den Anfang von dem. Und das zeigt auf den Anfang von dem. Wenn die beiden gleich sind, und da steht hier, die Länge vom String, also Entschuldigung, das, worauf wir gucken, noch nicht der Null Character ist. Das steht hier. Null Character, wenn ich das Error-Element hier hinschreibe, und es ist ein Null Character, dann steht hier die Null und dieser Ausdruck hier, dann kann bei beiden ein Null Character sein. Dieser Ausdruck würde dann auf jeden Fall als false, weil das ja hier ein und ist, evaluiert. Also diese Schleife, die kann in zwei Fällen aufhören. Die kann aufhören, in diesem Fall, das, was wir hier, worauf das A-String zeigt, ist ein Null-Character, dann hört das Ding auf. Oder die beiden Strings, das Zeichen und das Zeichen, sind ungleich. Dann steht hier auch ein Null-Character, dann hören wir auch auf. Nur wenn das hier true ist und das hier ungleich 0 ist, machen wir weiter und zählen diese beiden Zeiger hoch. Also wir vergleichen erst die, dann die, dann die, dann die. Ui, die sind ungleich, aufhören. Wenn die beiden ungleich sind, diese hier, dann hören wir hier mit der Schleife auf und stehen hier. Und jetzt testen wir mal, ist der A-String an dieser Stelle hier der Null-Character? Nein, ist er nicht. Dann geben wir 0 zurück. Dann waren die beide an der Stelle nämlich ungleich. Damit wir eine 1 zurückgeben können, müssen erstens alle Elemente hier gleich sein und zweitens, dann muss er hier aufhören, wegen dieser Bedingung, da muss nämlich hier ein Null-Character stehen. Wenn diese hier alle gleich waren und das hier ein Null-Character ist, das ist dann auch einer, dann können wir 1 zurückgeben. Und sonst, wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, geben wir, und naja, das hier ist noch nicht null, dann geben wir hier 0 zurück. Bei dieser Funktion bitte ich Sie, wenn Sie es wirklich verstehen wollen, das mal mit 2, 3 Beispielen durchzuexerzieren, laufen zu lassen. Das ist ein bisschen fusselig. Und man muss sich da, sagen wir mal, ruhige 10 Minuten reservieren dafür. Aber wenn man sich die ruhigen 10 Minuten reserviert, dann sieht man, dass das hier ordentlich funktioniert. Ich fange jetzt hier noch mit an. Heute Nachmittag kann ich ja wieder aufnehmen, ist ja nicht so weit weg. Wir haben noch 4 Minuten, 3 Minuten 50 Sekunden. Was ich bisher mit Ihnen heute besprochen habe,
Das sind Arrays, die lauter gleiche Elemente haben. Ein Array von Integers, ein Array von Characters, da haben wir jetzt ganz fleißig dran rumgearbeitet. Ein Array von Floats. Eindimensional, zweidimensional, naja, über die 17-Dimensionalen haben wir nicht gesprochen. Kann man aber natürlich auch haben. Structures, also die Records, die ich schon bei den Datentypen erwähnt habe, das sind Sammlungen von ungleichen Basistypen, von Elementen mit ungleichem Basistyp. So eine Structure dient also insbesondere dazu, um Objekte der Anschauung des natürlichen Lebens zu beschreiben. Ja, so ein Stuhl, der wird eben nicht von 20 Integers beschrieben, sondern der wird von, ja, der abstrakte Stuhl, der wird beschrieben von vielleicht einem Float-Gewicht, von einem Namen, unter dem er verkauft wird, eine Artikelnummer oder hier steht drauf ein Herstellungsmonat, eine Modellnummer, der Hersteller, wir wollen als Farbe, wir wollen zum Beispiel die Farbe haben, grau und vielleicht eine zweite Farbe, Holztextur. Wenn wir es in einem Grafikprogramm benutzen wollen, dieses Objekt Stuhl, brauchen wir auch noch ein Bild mit dieser Textur. Wenn wir den Stuhl in einem Shopping-System haben wollen, dann gehört zu dem Stuhl der Preis, das Gewicht, ein Bild und vielleicht noch ein paar, ja, die Maße, Breite, Höhe, Tiefe. Datentypen, die das Ding beschreiben. Ein Foto, das ist eben dann ein JPEG und das wäre dann ein Array von Bytes. Das Gewicht, eine Artikelnummer, sind manchmal auch Buchstaben drin, nehmen wir vorsichtshalber einen String. Also solche Objekte der Anschauung, das sind heterogene Datenelemente drin. Das gibt es in Datenbanken, da kommen wir noch vorbei am Ende des Semesters bei den Datenbanken. Da gibt es mehrere Felder und eventuell brauchen wir auch Zeiger. Und das mit den Zeigern, das passt hier gerade gut mit den Stühlen, die sind ja hier so zusammen verknotet, ne? Ich nehme es jetzt besser nicht auseinander. Da haben wir also den ersten Stuhl, dann einen Zeiger vielleicht auf den nächsten, dann einen Zeiger auf den nächsten. Oder wir haben sowas, das wollen wir vielleicht auch noch machen, jetzt mal ohne Zeiger. Wir wollen vielleicht hier, um den Hörsaal zu beschreiben, Arrays von Stühlen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in der ersten Zeile. Und wie viele Zeilen brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen. Also wollen wir vielleicht aus diesem Datentyp Stuhl auch noch Arrays machen. Und das wollen wir dann heute Nachmittag betreiben. Ich hoffe, Sie alle um 16 Uhr hier wiederzusehen und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag bis dahin. Auf Wiedersehen.